Willkommen, Freunde, zurück bei Obi and the Blind Forest. Hui! Und wir haben hier ein sehr schönes Gebiet erreicht. Ich hoffe, das Wasserrauschen ist nicht zu laut. Okay, das Vieh ist in die Stacheln gerannt, von mir aus. Und die Stacheln haben... Flieg doch weit. Och, was war das denn schon wieder? Toll, das... Wir müssen da irgendwo hin und ich weiß überhaupt nicht, wie. Hier viel? Ne, da geht's nicht weiter. Da geht's... Ist nicht weit. Hier ist eh Ende. Ach, hier geht's doch weiter. Wow. Nein! Ja, da war ja was. Okay, da brauchen wir besser. Danke. Das war ein zweites Kartenfragment. Interessant. Okay. Gut, wir müssen auch hier runter. Okay, wir müssen ihn irgendwie da hoch dann kriegen. Na gut, das schaffen wir auch. Komm her. Das war eins. Ist nur die Frage, wofür brauchen wir dann das zweite? Okay, aber das sieht machbar aus hier. So. Vorsichtig runter hier. Thank you.
wie gemein ist das denn? Ja, da oben ist sonst nichts mehr. Ey, du hast mir gerade noch gefehlt, Kollege. Tschüss. Okay, da ist aber nicht. Sehr gut, also weiter. Das war zu viel. Oh nee, hier. Ja. Natürlich trifft er uns. Wie auch immer er das gemacht hat. Ey, hallo? Jetzt wird man nicht komisch hier. Der trifft uns doch. Komm schon. Da hoch. Der ist nie ganz klappt, schade. Ja. Ach komm schon! Na also. Wir müssen nicht auch hier hoch. Zu viel auf einmal. So. Na gut. Schwimmen wir nicht rüber, machen wir die Einzelnen kaputt. Ich wollte gerade speichern. Na gut, das heißt, dann speichert mich die Spinnenklappe, die Spinne da besiegt habe. Spring doch, du Kl. Viel zu kurz.
komm schon. Ja, also. Geht doch. Wie er da unten hinkommt, werden wir dann sehen. Ach, mit dem vielleicht. Ach, wir können auch einfach so hier hingehen. Warum nicht? Kann ich hier drin schwimmen? Ja, geht sogar. Ich dachte, es wegen Eiswasser und so, ne? Aber das ist im Kleinen wohl egal. Ui. Okay. Wollen wir da wirklich rein? Muss wohl sein. Elendsruinen. Ach du Scheiße. Die Elendsruinen. Hier leben die Gumon. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sie mit dem Licht des Geisterbaums, das ihnen Sicherheit bietet. Diese Gumon wurden eingefroren, konnten nicht entkommen, als das Element des Windes sein Licht verlor, wurden diese Ruinen zu ihrem Grab. Aber eine Karte. Hä? Ach so, aua. Thank you.
waren erfinderische Handwerker. Vor ihm lag eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Sieh dir das Lichtgefäß an. Sie waren in der Lage, das Licht des Geisterbaums drin aufzubewahren. Achso, um die Strukturen zu aktivieren. Dazu muss ich nur darüber kommen. Vielleicht. Ja, ich hoffe, die helfen uns dann auch wirklich. Ich hätte jetzt gedacht, das muss da rein, aber... So. Was wollten die? Ja, ich weiß. Benutze das Lichtgefäß, um die Guma-Strukturen zu aktivieren und zu überqueren, ohne Schaden zu nehmen. Aha. Ui. Ui. Weil ich andersrum denken, ist ja gemein. Ja, das geht ja gar nicht. Alter. Gut, ich würde sagen, wir versuchen das nochmal. Und wenn wir es jetzt wieder nicht hinkriegen, dann werde ich den Part beenden. Ganz einfach. Gut, Freunde, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Im nächsten Part machen wir hier weiter und ich sage erstmal bis dahin und ciao.